Herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal So kocht Susanne. Ich war heute beim Discounter und habe Hähnchenleber gekauft. Deshalb mache ich Geflügelleber in Butter, Rotweinsoße mit Estragon und Cognac-Sultanin. Das hört sich komplizierter an, als es ist. In meinem Leben habe ich schon so viel gekocht und gut gegessen. Aber ich kann euch sagen, dieses Lebergericht ist für mich das Leckerste. Natürlich vorausgesetzt, man mag Leber. Von rot-rosa gebratener Leber sollte man mittlerweile Abstand nehmen, da das Bakterium Campylobacter im Verdauungstrakt der Tiere leben, ohne dass die Tiere selber daran erkranken. Wenn man jetzt die Leber rot-rosa lässt, kann es sein, dass wir uns anstecken und dadurch Durchfallerkrankungen ausgelöst werden. Aber keine Angst, die Hähnchenleber ist trotzdem total zart und weich, auch wenn ich sie ein wenig länger brate. Ich passe aber trotzdem auf und nehme rechtzeitig ein Stück raus und schneide sie an und probiere. Die heutige Leber werde ich erst scharf anbraten und dann gehe ich mit der Temperatur runter. So 8 Minuten, dann ist sie fertig und ich kann probieren. Schwangere sollten auf Leber verzichten, da in der Leber viel Vitamin A enthalten ist. Zu viel Vitamin A kann toxisch sein. Kleinkinder sollte man keine Leber geben und bis zu einem Jahr auch keine Leberwurst. Bei der Leberwurst hat das aber mit dem Salzgehalt zu tun, da die Nieren der Kinder erst mit einem Jahr ausgereift sind. Sie können dann auch erst das zu viel aufgenommene Salz im Körper ausscheiden. Aber jetzt zurück zur Hähnchenleber. Sie sollte nicht häufig auf dem Speiseplan stehen. Einmal im Monat reicht. Trotzdem ist die Leber sehr gesund für unseren Körper. Sie ist reich an Mineralstoffen und Vitaminen. Und fettarm ist sie auch noch. Aber dennoch seltener essen und dann mit Genuss. Für das Gericht verwende ich Sultanin. Kennst du den Unterschied zwischen Sultanin und Rosinen? Das ist nicht schlimm, dann werde ich es dir kurz erklären. Beides sind getrocknete Weintrauben. Sultanin werden vor der Trocknung besprüht mit Öl und Pottasche. Dadurch wird die Schale porös gemacht. Und somit verlieren sie schneller Wasser. Dadurch trocknen sie auch schneller. Und an ihrer Farbe kann man die Sultanin erkennen. Sie sind hellbraun und hellbraun-goldgelb. Und die Rosinen sind dunkler, also dunkelbraun. Ich werde gleich meine Sultanin in Cognac einlegen. Wenn dir das heutige Video gefällt, dann würde ich mich über ein Like freuen. Und du darfst auch gerne kommentieren. Über neue Abonnenten freue ich mich natürlich auch. Diese Woche sind auch wieder einige dazugekommen. Vielen Dank. Jetzt geht es los mit der Zubereitung. Du brauchst folgende Zutaten für das Gericht. In Cognac eingelegte Rosinen, rote Zwiebeln, Sahne, Rotwein, halbtrocken, Hähnchenleber, Olivenöl, Butter, Estragon, Salz und Pfeffer. Ein Pinchen Cognac oder Weinbrand, rote Zwiebeln, Reis vom Vortag, der schon gekocht, Salz, Pfeffer, Aceto Balsamico, Rot, Olivenöl, Honig und ein Feldsalatmix. Zuerst gebe ich den Aceto Balsamico in das Olivenöl. Mixe das mit dem Mixstab durch. Und man sieht schon, dass das eine Bindung eingeht.
nämlich den Honig, gebe den auch dazu. Salz, Pfeffer, alles einmal durchmixen und dann stelle ich das für den späteren Gebrauch in den Kühlschrank. Jetzt befreie ich erstmal die Zwiebel von den Schalen. Schneide sie schön klein. Dann teile ich die Zwiebeln auf. Und zwar einen kleinen Teil brauchen wir für den Reis. Und dann nochmal ein Teil für die Hähnchenleber und den Rest für die Soße. Das ist jetzt schon mal für den Reis. So, die Zwiebeln sind jetzt auch fertig und jetzt kommt die Hähnchenleber. Die schaue ich mir jetzt an und befreie sie von Sehnen und Fett und sonstigen Unreinheiten, die da nicht hingehören. Aber die Leber sieht sehr gut aus. Da ist gar nicht so viel, was ich da abschneiden muss. Auch geschafft. Und jetzt gebe ich Öl in die Pfanne und werde jetzt die Zwiebeln daran anschwitzen und den Reis darin anbraten. Alles würzen mit Salz und Pfeffer. Ja, und schon ist die Beilage fertig. Wieder Olivenöl erhitzen mit Zwiebeln. Und wenn die schön glasig sind, gebe ich die Leber dazu. Die wird jetzt kräftig angebraten. Also die ist auch ruckzuck fertig, die Hähnchenleber. Ich sag mal so 5 bis 8 Minuten, dann würde ich mir echt ein Stück mal rausnehmen und gucken, wie die ist. Die muss also von innen weich sein und von außen braun gebraten. Und jetzt gebe ich Salz und Pfeffer dazu und Estragon und dann stelle ich sie zur Seite. Die Pfanne brauche ich jetzt so, wie sie ist, weil sich Röststoffe am Boden gebildet haben. Da gebe ich jetzt die Butter rein und jetzt machen wir die Soße. Die restlichen Zwiebeln gebe ich jetzt auch dazu und werde sie schön glasig dünsten. Dann kommen die Rosinen da rein. Die Flüssigkeit habe ich abgegossen. Und also, dass ich nur die reinen Rosinen habe. Die haben ja auch schon den Cognac aufgenommen. Aber die kriegen jetzt gleich noch mal ein bisschen Cognac. Aber erstmal brate ich die schön mit an. Und erst den Cognac. Und dann gebe ich den Rotwein dazu. Und jetzt muss das Ganze einreduzieren. Und jetzt siehst du schon, dass das alles ein bisschen einreduziert ist.
Und jetzt kommt die Sahne dazu. Alles gut durchrühren und dann muss das auch noch reduziert werden. Und jetzt siehst du schon, dass die Soße ein bisschen dicker geworden ist. Nur noch Pfeffer, Salzen, Estragon dazu. Und schon kann die Hähnchenleber in die Soße. Das riecht so unfassbar gut. Also ganz toll. Und schon ist das fertig. Jetzt nur noch das Dressing über den Salat geben. Kurz unterheben. Und dann kann auch schon angerichtet werden. Guten Appetit! Danke, dass du wieder bis zum Schluss das Video angesehen hast. Wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dir eine schöne Woche, bleib gesund, liebe Grüße, Susanne. Sie sollte nicht so häufig auf dem Speiseplan stehen. Also nicht so häufig. So alle 4 bis 6 Wochen, sagt man. Sagt Google. Mache ich Geflügelleber in Butter-Rotweinsoße und Estragon und Cognac-Sultanin. Muss ich erstmal alles so hintereinander auf die Reihe kriegen. Der passt wunderbar in das Essen. Und nicht nur in das Essen, sondern auch sehr gut. Lecker. Nach dem dritten Rotwein klappt das wie von alleine. Ich kann schon gar nicht mehr reden. So. Deshalb mache ich heute Geflügelleber in Butter-Rotweinsoße mit Estragon und Cognac-Sultanin. Ich kann euch sagen, das habe ich geübt. Lecker. Aber keine Angst, die Hühnerleber, die Hähnchenleber, das liegt am Wein.